Der Januar war den Sims wieder voller neuer Ankündigungen und Teaser für die Sims 4, die natürlich auch innerhalb der Community heiß diskutiert wurden. Ein paar Gedanken dazu will ich euch nochmal in diesem Video zusammenfassen. Eine kurze Info, bevor es losgeht. Da Lars gerade extrem erkältet ist und keine Stimme mehr hat, hört ihr ausnahmsweise Micha von simtimes.de. In den nächsten Videos ist dann Lars' Stimme hoffentlich wieder da. Letzte Woche konnten wir uns über einen neuen Teaser zu den nächsten 3 Monaten freuen, der eine neue Erweiterung, 2 neue Sets und das große Baby-Update für die nächsten 3 Monate vorgestellt hat. Hierzu gab es verständlicherweise viele Fragen aus der Community, da die Infos, die wir hier bekommen haben, insgesamt sehr vage waren. Eine Frage war unter anderem, wann wir denn mit dem neuen Baby-Update rechnen können. Hierzu gab es tatsächlich ein paar gute Hinweise, die von Sims Community zusammengefasst wurden. Die Entwickler haben vor kurzem nämlich eine neue Arbeitsliste mit Fehlern veröffentlicht, die in einem der nächsten Updates behoben werden sollen. In der Vergangenheit war es aber sehr häufig so, dass diese Liste immer eine Woche vor dem neuen Update veröffentlicht wurde, was damit auch hier ein Update in der nächsten Woche nahelegen würde. Weiter hat der Modder Turbo Driver, der für seine großen Mods in der Community wie Wicked Wimps und Wonderful Wimps verantwortlich ist, auf Twitter einen sehr eindeutigen Tweet abgesetzt. Es soll laut ihm ebenfalls in der nächsten Woche ein neues Update geben. Tatsächlich ist derzeit noch unklar, woher er diese Info hat und ob das wirklich zu 100% zutrifft. Nachdem die Entwickler ja schon mit CursedForge eine große Mod-Plattform unterstützen, kann es aber schon sein, dass er hier ebenfalls neue Informationen schon vorher erhält. Meiner Meinung nach passt hier auch der neueste Set-Leak in Bezug auf den kommenden Unterwäscheinhalt sehr gut rein. Dieser stammt ja aus der EA-App, was schon mal darauf schließen lässt, dass die Entwickler derzeit die Seite für das neue Set fertigstellen und ihnen hier ein Fehler unterlaufen ist. Dies passiert immer als einer der letzten Schritte und auch in der Vergangenheit war es so, dass bei einem Leak eines noch unveröffentlichten Packs zwischen dem Zeitpunkt des Leaks und der Ankündigung eines Packs nicht viel Zeit vergangen ist. Damit könnte man also vermuten, dass das möglicherweise nächste Woche erscheinende Update ebenfalls als Vorbereitung auf das neue Set oder vielleicht auch auf beide Sets gleichzeitig dient. Lasst ihn uns einfach mal überraschen. Ebenfalls spannend, die Entwickler haben ja im Oktober schon angeteasert, was wir bald für die Sims 4 erhalten werden. Jetzt, ein paar Monate später, lässt sich dieses Bild noch ein wenig besser einordnen. Jedes Bild repräsentiert nämlich ein Objekt aus den kommenden Packs. Den Sessel und die 2 Kisten kamen im letzten Jahr mit dem Pastel Pop und dem Krimskrams-Set. Das neue Unterwäsche-Pack wurde ja bereits geleakt, zu dem das Bild in der Mitte gehört. Das Glas gehört damit vermutlich zum 2. neuen Set, da dieses mit einem Zahnputzbecher bebildert wurde und die Kiste zur kommenden neuen Erweiterung. Für mich aber trotzdem etwas merkwürdig ist, wie oft die Entwickler im Teaser das Zahnthema aufgegriffen haben. Nur für das kleine neue Set, welches wohl mit dem Bart zu tun hat, ist das irgendwie ein wenig zu viel. Von euch kamen da ebenfalls gute Vorschläge. In meinem Video zur Ankündigung konnte ich verschiedenste Ideen wie eine Zahnarztpraxis, die Zahnfee oder einen besonderen Fokus auf Zähneputzen lesen. Es bleibt also weiterhin spannend. Zu guter Letzt wollte ich euch noch einen interessanten Twitter-Thread von Fabes Zimmer nicht vorenthalten. Dieser hat ein paar spannende Theorien aufgestellt. So scheint die neue Welt San Sequoia an San Francisco angelegen zu sein. Die Überschneidung bei dem Namen und die Brücke auf dem Teaserbild passen ebenfalls sehr gut zu den bereits veröffentlichten Konzeptzeichnungen aus dem letzten Jahr. In der Nähe von San Francisco gibt es ebenfalls einen großen Nationalpark, der auch Sequoia heißt, in dem unter anderem Bären zu Hause sind. Diese würden ebenfalls das Symbol des Bären im Teaser erklären. Die Entwickler haben auch in den letzten Packs auf Bigfoot und allgemein das Holzthema angespielt. Hierzu könnten die neuen Baumbonusobjekte mit Holzbezug, die auch im letzten Jahr angeteasert wurden, sehr gut passen. Vielleicht besteht die neue Welt ja zum einen Teil aus einer Großstadt mit Hochhausflair und zum zweiten Teil aus einem begrünten Nationalpark. Beachtet aber, dass es sich hierbei nur um eine Theorie handelt, die ich allerdings ziemlich schlüssig finde. Was denkt ihr zu den kleinen neuen Hinweisen? Wie stellt ihr euch den Inhalt der kommenden Erweiterung und des Sets vor? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.